Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 Fortune Island hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Wir sind so unglaublich kurz davor, das letzte Rätsel freizuschalten und damit auch die Inseleroberung zu komplettieren. Und deswegen müssen wir aber nochmal ein Rennen bestreiten, um unseren Einfluss zu steigern. Und da habe ich mir gedacht, da schnappen wir uns doch mal Tanner Faust sein 2017er Rallycross Beetle und gehen nochmal eine Dirt-Rennen oder ein Dirt-Rennen an. Und dann nehmen wir gerade mal hier so einen Rundkurs. Das ist doch eigentlich perfekt. Und holen uns doch die letzten nötigen Einflusspunkte. Und womöglich schalten wir auch heute schon das eine oder beziehungsweise die beiden großen Finalrennen frei und können diese vielleicht auch schon fahren. Das wäre natürlich schon sehr geil. Okay, das ist auch eine interessante Driftzone, die nämlich irgendwie gar nicht so viel Kurven hat. Ich krieg's hier auch fast gar nicht hin mit dem. Der hat wahnsinnig viel Grip. Kriegt ihn fast kaum quer gefahren. So, egal, wir fahren jetzt aber das Rennen. Ah, das reicht sogar schon. Wir müssen nicht mal mehr. Qualifiziert für Leviathan und Kraken. Schatzsucher. Das ist sie, eure letzte Mission, die letzte Phase der Suche. Die Anweisungen lauten: Dieses Haus funkelt wie ein Stern bei Nacht. Mit einem klassischen Muscle Car ist es vollbracht. Löst das Rätsel, schließt die Herausforderung ab, dann gibt es den nächsten Tipp. Okay, das machen wir jetzt natürlich zuerst, bevor wir das Finale oder die finalen Rennen machen. Ja, müssen wir nicht mehr mit dem Rallycross Beetle ein Rennen fahren? Müssen wir das auf irgendwann anders verschieben? Aber vielleicht habe ich euch ja jetzt auch heiß gemacht auf den Rallycross Beetle. Egal, wir müssen jetzt gucken. Dieses Haus funkelt wie ein Stern bei Nacht. Ist ein Leuchtturm, wahrscheinlich. Mit einem klassischen Muscle Car Sprung ist es vollbracht. Okay, also einfach ein klassisches Muscle Car, das ist klar. Dieses Haus funkelt wie ein Stern bei Nacht. Würde ich jetzt erstmal sagen, ist ein Leuchtturm. Aber jetzt gucken wir gleich nochmal, wo es denn einen Sprung gibt, weil wir müssen definitiv einen Sprung machen. Und zum Finale der Inseleroberung, wegen eines kleinen Zuständigkeitsstreits zwischen Alex und Rebecca, auf den ich jetzt nicht weiter eingehe, folgen nun ganze zwei Rennen zur Bestimmung unseres Champions, Leviathan und Kraken. Ich glaube, sie wollten sich mit den Namen gegenseitig übertreffen. Ja, sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Kraken, ja, und Leviathan, beides eigentlich Seemonster, ne? Das Leviathan ist ja eigentlich eine Seeschlange, oder? So eine mystische. Und Kraken, ja, müssen wir, glaube ich, nicht sagen. Ein Riesenkraken. Ja, das ist einmal Dirt und einmal entsprechend Straße. Und vielleicht können wir ja bei der Dirt-Geschichte mit dem Rallycross Beetle unterwegs sein. Warum nicht, ja? Tunen wir den aber gleich noch ein bisschen auf, würde ich sagen. Dass sich das auch lohnt. Aber wie gesagt, bevor wir das tun, möchten wir natürlich auch das letzte Rätsel lösen. Und ja, jetzt die Frage. Ein Leuchtturm haben wir ja, glaube ich, hier einmal gehabt, ne? Und hier ist auch ein Sprung. Also könnte prinzipiell das eigentlich schon mal funktionieren. Hier haben wir aber auch einen Sprung. Jetzt ist aber die Frage, wo haben wir denn überall einen Leuchtturm? Hatten wir nicht mehrere Leuchttürmchen? Ja. Ich meine, hier ist ja auch nochmal sowas, was leuchten könnte prinzipiell, so ein Funkturm. Ja, ich lege mich oder ich versuche jetzt einfach mal den Sprung hier. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es der Sprung ist. Wir holen mal ein klassisches Muscle Car einfach schnell her. Da müssten wir ja irgendeins in der Garage haben. Was nehmen wir denn da Schönes? Und Charger wäre eigentlich ganz cool. Mustang Mach 1 wäre eigentlich auch ganz geil. Ja, komm, ich nehme Mustang Mach 1. Finde ich ganz geil. Und dann probieren wir doch einfach den Sprung. Und dann gucken wir, ob wir das auf Anhieb hinbekommen, ob ich die richtige Location gewählt habe. Wir teleportieren uns einfach mal ganz dreist schon mal hier hin. Ich setze schon mal die Route hier hin. Und da müsste ja eben der Leuchtturm sein. Einer. Ich weiß nicht, ob es mehrere gibt. Also da hinten ist auf jeden Fall einer. Und sonst erblicke ich jetzt keinen anderen. Okay, wir probieren es einfach mal, ob es denn der Sprung ist. Oder eben nicht.
Frage ist jetzt nur, von welcher Seite müssen wir den Sprung anfahren? Nee, ich glaube, das ist schon die richtige Seite. Ui! Oh Gott, wir verkacken. Okay, wir brauchen ein bisschen mehr Bums. Hupsi! Okay, nochmal neu, ein bisschen mehr Anlauf. Eventuell müssen wir auch ein stärkeres Muscle Car nehmen. Oder wir müssen es tunen. So, jetzt aber ein bisschen mehr Schwung. Dann klappt das schon. Vielleicht. Ja, es hat geklappt. Wenn Was? Auch sehr komisch. Ich fand das Rätsel wirklich schwer. Wie hast du... Oh, na schön. Übermittle die Koordinaten. Wenigstens können wir dich ein wenig herumscheuchen. Ja, damit haben wir jedes Rätsel eigentlich auf Anhieb gelöst, bis auf den auf siebte Rätsel, welches halt einen Übersetzungsfehler hatte. Aber mal vom Übersetzungsfehler abgesehen, hätten wir auch das direkt gelöst gehabt. Ja, deswegen, nicht schlecht, würde ich einfach mal sagen. Aber, ja, sie sind jetzt auch nicht schwer gewesen, die Rätsel. Ich habe es ja schon betont im Laufe des Let's Plays. Ich glaube, wenn man ein bisschen Ahnung von den Fahrzeugen hat, ein bisschen weiß, was eigentlich immer gemeint ist, dann war das jetzt auch nicht sonderlich schwer. Uiuiui. So, das dürfte da drüben auf der Insel sein. Schätze ich mal stark. Da ist auch noch so ein... So ein 5000er Schild. Was wir aber so nicht bekommen. Wow. Schon mal schön festgefahren. Ja. Hallo. Wir merken uns, klassische Muscle Cars sind nicht die besten Amphibienfahrzeuge. Komme ich hier irgendwo hoch? Muss ich hier überhaupt irgendwo hochfahren? Glaube aber schon, oder? Ja, wir müssen da hoch, auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier hoch? Gar nicht, oder wie? Müssen wir hier drauf springen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder doch? Ja, da oben ist der Schatz. Wie kommen wir hier drauf? Das ist jetzt eine gute Frage. Müssen wir jetzt wirklich mit so mega viel Anlauf dahin springen? Irgendwo von der Seite und dann... Das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Ist da irgendwo ein Sprung in der Nähe? Nee. Hui, das ist... Warte mal, lass mich das mal kurz mit der Drohne anschauen. Hier ist eine Erhöhung. Da könnte man schon irgendwie springen. Hier ist auch so ein Schild. So vielleicht so als Hinweis. Ja, hier musst du springen, um dann hier auf die Insel zu landen. Das könnte schon gut sein. Aber dazu brauchen wir schon ein Fahrzeug, was ordentlich Bums hat und ordentlich nach vorne geht. Und da fällt mir momentan eigentlich nur ein Fahrzeug ein, was so eine explosive Kraft hat, um das zu schaffen. Und das ist natürlich unser Königsegg Agera RS. Mit dem PXA Edition Tuning. Nicht, dass das Tuning entsprechend jetzt für diesen Sprung gemacht ist, aber... Man kann es ja trotzdem mal erwähnen. So, dann müssen wir mal gucken. Ja, wenn man hier ein bisschen den Anlauf nimmt, von der Straße her, könnte das vielleicht klappen. Guck mal, ich muss mal ganz kurz nochmal das Ziel... Ne, man kann das nicht richtig als Ziel setzen, ne? Aber im Prinzip ein mehr oder weniger gerade springen. Oh, wir sind zu schnell. Okay, wir brauchen vielleicht doch gar nicht so viel Bums, wie ich gedacht habe. Upsi. Was machen wir so mit so Halbgas? Fast die Schatztruhe direkt getroffen. Piu! Das war's, Horizon. Die Schatzsuche auf Fortune Island ist vorbei. Die Geldreserven des Festivals sind offiziell erschöpft. Falls ihr euch Geld leihen müsst, ich kenne da einen Fahrer, an den ihr euch wenden könnt. Ja, sehr nice. Und damit haben wir auch das letzte Fahrzeug des Expansion Packs freigeschaltet, den Lamborghini Aventador J. Ja, und J steht in dem Fall, gehe ich mal stark davon aus, für Jota. Es gibt ja auch den SVJ mittlerweile, was absolut krankestes Modell überhaupt. Und ja, der J ist halt im Prinzip eine... Ja, wie soll ich sagen, eine Cabrio-Version.
Basiert eigentlich auf einem ganz normalen Aventador, dem LP704. Hat auch entsprechend die Leistung. Sieht aber von der Optik, finde ich, eher dem SV gleich. Also von der Karosserie her. Aber wir gucken es uns einfach, glaube ich, gleich mal an. Bevor wir das aber tun, beziehungsweise wir können es ja schon mal zumindest mal hier angucken. Moment, gehen wir mal kurz zu Lamborghini. Lambo, 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 Lambo. Genau, hier haben wir ihn. Hier sehen wir es auch, 522 kW, das müsste ungefähr da passen. Eben hier haben wir den SV. Ja, wir gucken uns das gleich nochmal im Forza Vista-Modus an, würde ich sagen. Wir machen jetzt, würde ich sagen, erstmal das erste Finalrennen, der Leviathan. Und da nehmen wir, wie gesagt, den Beetle. Dazu gehen wir dann sowieso zum Festival. Wir wollten den tunen, also können wir eigentlich das jetzt auch gleich machen. Nicht nur anteasern mit dem Lambo, sondern gleich mal zeigen. Beziehungsweise, nee, ich tease das tatsächlich nur an. Wir machen jetzt eins nach dem anderen. Nämlich mit dem Lambo möchte ich auch das finale Rennen bestreiten. Das ist doch ganz klar. Dann nehmen wir den VW. Dann gehen wir ganz runter. Ups, ich war schon drauf. Und dann nehmen wir nicht den 14er, wir nehmen den 17er. Rallycross Beetle. Und wir tunen einfach mal ein bisschen. Ich würde sagen, einfach alles, was geht, oder? Alles, was geht. Gut, beim Motor bleiben wir bei der Serie. Allrad lassen wir natürlich auch. Können wir hier noch machen. Okay, Zusatzscheinwerfer und so Zeug. Ja, das machen wir jetzt nicht. Ein Ersatzrad, was nicht mal entsprechend passt. Und wir könnten eine zusätzliche Öffnung machen. Nee, machen wir nicht. Aber jetzt hier gucken wir mal, Reifenbreite. 275 ist stolz. Ist stolz. Auf jeden Fall. Bessere Bremsen. Nochmal Offroad speziell. Bei Offroad brauchen wir eigentlich nicht, würde ich sagen. Das lassen wir mal. Weil wir fahren ja nicht richtig Offroad. Wir fahren ja anders hier. Ein bisschen nochmal mehr Leistung. Okay, viel mehr können wir gar nicht machen. Also ich glaube mit dem Umbau, mit dem Rallye-Motor-Umbau würden wir wahrscheinlich mehr Leistung erzielen können. Aber sei es drum. Mit dem Fahrzeug versuchen wir jetzt einfach mal den Leviathan zu bestreiten, wenn er mich denn dann rauslässt. So krass, wenn man gerade in Agera gefahren ist, da fühlt sich gleich alles so extrem langsam an. Und dabei ist so ein Rallycross-Fahrzeug alles andere als langsam. Okay, Getriebe müssen wir anpassen, sonst werden wir nicht glücklich werden. Wobei, warte mal, müssen wir es ein bisschen anders lösen. Wir sollten eher den letzten Gang ein bisschen länger ziehen. Beziehungsweise der erste Gang ist eigentlich okay. Ja, Getriebe kann schon einiges ausmachen. So, ich bin mal gespannt, wie lange die Rennen gehen, aber ich will eigentlich schon echt beide fahren diesmal. 280 haben wir jetzt. Ich glaube, mehr geht aber auch da auch, glaube ich, nicht. Nö, das passt auch. Bin schon vorbei, ne? Der Leviathan Rally Monster. Wir legen los. Ja, der erste Gang ist halt einfach viel zu lang übersetzt. Deswegen haben wir jetzt am Start ein bisschen verloren. Aber schauen wir mal. Ich glaube, das Rennen könnte ein bisschen gehen, ein bisschen dauern. Okay, ich muss erstmal ein bisschen irgendwie. Ja, Getriebe ist noch nicht so ganz optimal. Ja, im Prinzip sind beides jetzt halt einfach einmal Rennen, einmal um die Insel. Hier halt natürlich mit mehr Schotteranteil. Boah, komm. Beim anderen natürlich mit Asphaltanteil. Aber ich tue mich gerade echt ein bisschen schwer mit dem Beetle hier gerade. Das
lange Getriebe war vielleicht nicht so schlau, weil Topspeed-technisch werden wir eh nicht so viel brauchen. Ich krieg gerade das Fahrzeug nicht leistungstechnisch umgesetzt. Oh, naja, mal gucken. Jetzt muss ich mich einfach arrangieren mit der Geschichte hier. Ja, hier haben wir schön die Nordlichter am Start. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir beim Kragen wiederum dann Gewitter haben werden. So als Standard-Event, was da einfach vorgeschlagen wird. Oh Gott, komm da rum. Ja, das war klar und das bremst wieder mega aus. Ja, irgendwie... Ich glaube, ich habe da ein bisschen Scheiße gebaut. Beim Tuning. Beim Getriebe. Das bringt nichts. Diese 280 km/h werden wir hier wahrscheinlich in dem Rennen sowieso nie fahren. Und ich habe einfach nie richtig Power. Und wieder letzter. Ich will eigentlich gewinnen. Aber aktuell sieht es nicht danach aus, als dass ich eine Chance hätte zu gewinnen. Auch vom Fahrwerk her macht das der Beetle alles andere als einen guten Eindruck. Ich muss einfach jetzt gucken, dass ich die Drehzahl hochhalte. Lieber eher mal einen Drehzahlbegrenzer jagen, das ganze Ding. Sonst werden wir da nicht glücklich werden. Ich meine, von den Reifen her sollten wir ja keine Probleme haben. Wir haben so breite Schlappen da drauf. Das heißt, wir sollen eher von der Kurvenspeed ganz gut dabei sein. Ja, das heißt, als Fahrer zu bestehen, weil das Fahrzeug nicht gerade so will, wie es sollte. Komm, zieh. Ich meine, jetzt auf Platz 6 vorgekämpft, aber sind wir auch noch zu weit davon entfernt hier. Ja, komm, jetzt muss ich hier einfach ein bisschen eine andere Linie fahren. Naja, also das Getriebe war eine dumme Entscheidung, da voll auf Top, nur auf Topspeed zu setzen. Wie ihr seht, die Speed fahren wir sowieso hier nirgends. Aber egal, jetzt ist es halt so. Strecke an sich finde ich aber bis jetzt schon mega geil. Also ich glaube, die werden wir mal des Öfteren fahren, wenn wir irgendwie ein geiles Rallye-Fahrzeug haben. Fällt mir auf jeden Fall jetzt schon mal besser als The Gauntlet, das finale Dirt-Rennen auf dem Festland. Gewinnen werden wir das hier nicht, oder? Ich weiß nicht. Es geht jetzt noch einmal hier außen rum und dann geht es noch einmal über die 17. Ja, und da werden wir einfach mal eiskalt überholt. Alter, der hebt ja richtig ab hier, der Peugeot. Der ist gerade mal auf zwei Rädern gefahren. Ja, der kommt einfach nicht aus dem Pötten. Man merkt richtig, da geht nichts voran bei dem Beetle. Da fehlt die Power. Die Spritzigkeit. Wir haben das vielleicht sogar eher am Serien drin lassen sollen. Wir haben wahrscheinlich mehr davon gehabt. Ja, guck mal, der Vorsprung von denen ist viel zu gewaltig. Keine Schnitte leider haben. Aber ja, wie gesagt, das ist nicht das letzte Mal, dass wir dieses Rennen fahren. Das ist sicher. Komm, 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 zieh. Froh sein, wenn wir überhaupt hier irgendwie... Oh, ja. Okay, das war Fail.
Dann gibt es ja diesen dummen Spruch von wegen Opel bedeutet ohne Power ewig letzter. Naja. Der würde ganz gut hier zu dem Beetle passen. Und der hat ja eigentlich Power. Oh, scheiße, ey. Ja, das macht aber nicht so Spaß zu fahren, das Ding. Also irgendwie, ich weiß nicht. Das enttäuscht mich gerade richtig. Aber wir ziehen es jetzt durch, komm. Jetzt haben wir es angefangen, jetzt ziehen wir es auch durch. Er fährt sich ganz komisch. Zieht so ganz, also so ein Untersteuern ganz, ganz am Ende beim Kurvenausgang. Also nicht mal der komplette Kurvenausgang ist untersteuern, sondern erst so richtig am Schluss irgendwie. Das ist ganz komisch. So, jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Auf dem 10. oder vielleicht sogar 11. Platz. Und der ist auch noch mal ein bisschen schneller hier. Gerade auf diesen Asphaltabschnitten mag er nicht so richtig. Nee, also der Beetle, ich will jetzt noch mal sagen, ist eigentlich ein geiles Fahrzeug, der Rallycross Beetle. Aber ich glaube, das Tuning war jetzt einfach für die Cuts und auch die Getriebeeinstellung war für die Cuts. Das muss ich auf meine Kappe nehmen. Da werden wir tatsächlich 11. ey. Richtig traurig. So nicht. So nicht. Ja, aber gut. Der Ford Air 200 ist einfach auch so OP. Ne? Das muss man halt auch dazu sagen, dass wir gegen den verlieren, ist, glaube ich, nicht weiter schlimm. So, da muss jetzt natürlich der Kraken einiges rausreißen. Beziehungsweise der Aventador J/Jota. So, wir holen uns diesen Preis hier schon mal ab. Und dann gehen wir zurück zum Festival. Und dann schauen wir uns doch am besten einmal ganz kurz erstmal den Lamborghini SV an. Ja, um den einfach nochmal gesehen zu haben. Der kam natürlich später raus, selbstverständlich, auch mit 750 PS. Weil beim J haben wir den ganz normalen Aventador. Aber eben, dass ihr das auch mal gesehen habt, der sah so aus. Und eben beim J haben sie... Upsala, was macht er jetzt? Jetzt habe ich irgendwas Falsches gedrückt. Nein, du sollst jetzt nicht rausfahren. Oh. Mann. Und es geht jetzt wieder. Ja, aber dass wir den auch schon mal schön hier draußen gesehen haben. Ja, da muss ja auch mal die frische Luft raus. Ja, ist ja klar, da will ja auch mal gefahren werden. So. Upsala. Und jetzt holen wir uns aber den hier. Und ja, man sieht schon, so ein bisschen sind die Ansätze schon da, was man eben auch beim SV dann später hatte. Basis aber natürlich ganz normal, der Aventador und eben halt komplett offen. Sehr geil, aber auch hier gerade das Heckbereich, also es ist mega vom SV. Beziehungsweise später dann auch im SV übernommen worden. Also von dem her schon sehr cool. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie der so performt. Prinzipiell könnten wir jetzt auch tunen, aber ich würde den ganz gern in der Serie fahren. Na, guck mal. Ein anderer Spoiler hier vorne, das ist ja auch geil. Oder Splitter. Und der Heckflügel macht man einfach so ein bisschen größer. Okay, das ist ja eigentlich geil. Das finde ich cool. Aber die Dinger nochmal ein bisschen verbessert, verändert. Racing V12, Turbo-Umbau geht auch noch, natürlich. Aber ja, ich würde sagen, wir lassen den jetzt erstmal. Und das Tuning für den heben wir uns halt mal für eine andere Folge auf. Denn wir möchten natürlich jetzt zum Finale dieser Folge das wirkliche Finale fahren. Den Kraken. Und den möchte ich natürlich auch gewinnen. Das ist doch selbstverständlich. Denn nämlich die desaströse Leistung gerade, das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. Definitiv nicht. In der Hypercar-Klasse sind wir unterwegs. Und dann schauen wir mal. Ja, ich hoffe auch mal, dass der Aventador SVJ noch reinkommt. Wäre auf jeden Fall cool. Ein Monster ist erlegt.
bleibt noch eins. Gewinne hier und du gewinnst die Inseleroberung. Und beim zweiten Mal hat man gar nicht mehr so viel Angst. Ist natürlich toll, dass es jetzt gewittert. Aber wie ich es gesagt habe, hier wird man Gewitter haben, während es dort halt Nordlicht war. So als Standardeinstellung. Ja, das erste ist erlegt, sagt sie. Aber ja, wir wurden Zweitletzter. Also so richtig erlegt ist es für mich nicht. Erst wenn ich gewonnen habe, ist es für mich erlegt, das erste Monster. Jetzt gucken wir mal. Der fährt sich aber ganz geil, muss ich sagen, so auf den ersten Eindruck. Wir werden jetzt halt natürlich ein bisschen nass. Geil. Hör, die Scheibenwischer sind gar nicht an. Ja, konzentrier dich, Ray. Sonst hast du gleich wieder so ein Kackrennen. Ja, wow. Okay, dann nutze ich mal ein Flashback. Sonst hast du wieder so gleich so ein Kackrennen. Ja, sehr direktes Einlenkverhalten hat der auf jeden Fall. Was mir sehr gut gefällt. Ja, und der hat halt von Haus aus schon eine sehr gute Aerodynamik. Der J. Der ist eigentlich, wenn man so will, so eine Vorstufe eigentlich, unabhängig, dass das Dach fehlt, zum SV. Noch hier dürfen die Serpentinen fahren. Natürlich, die dürfen nicht fehlen. Ja, ich glaube, auch tuningtechnisch kann man ja schon einiges rauskitzeln. Da vorne eine richtige Lamborghini-Riege. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass man einmal, wenn man jetzt die Insel als, ja, als Uhr betrachtet, dass wir einmal beim Leviathan gegen den Uhrzeigersinn fahren und hier jetzt mit dem Uhrzeigersinn. Also sonst würden die Rennen sich doch, glaube ich, irgendwie zu sehr gleichen. Auch wenn jetzt hier nur Asphalt ist und dort sehr viel Schotter dabei ist oder loser Untergrund dabei ist. Schauen wir mal. Ja, in der nächsten Folge, denke ich, werden wir definitiv nochmal dann den Leviathan fahren, gleich zu Beginn. Und dann mit einem anderen Rallye-Auto. Vielleicht auch so ein Gruppe B-Monster, vielleicht mit einem Sport Quattro oder so. Oder vielleicht auch was ganz anderes. Oder mit dem RS200, dann sind wir ja auch schon lange nicht mehr gefahren. Schauen wir einfach mal. Oder mit dem Peugeot sind wir noch gar nicht gefahren. Das könnten wir eigentlich auch machen. Aber ja, jetzt gucken wir mal. Lassen wir uns überraschen, was für ein Rallye-Fahrzeug. Das hat jetzt nicht gezählt. Ach, come on. Da will man es einmal ein bisschen... Ja, das war jetzt natürlich schlau. Ich weiß nicht, was los ist in dieser Folge. Irgendwie nicht so ganz auf der Höhe. Also perfekt, um die beiden Finalrennen zu bestreiten. Ja, sehr, sehr geiles Einlenkverhalten, muss ich sagen. Gut durch die nassen Straßen, dann hat man ein bisschen das Gefühl, dass bei schnellen Kurven der Arsch ein bisschen zu sehr rutscht. Aber das liegt, glaube ich, wirklich an den nassen Straßen. Ich denke, wenn wir jetzt hier trockene Verhältnisse, am besten noch sommerliche Verhältnisse, dann hätte das Ding, glaube ich, echt übertrieben Grip. Ich meine, das ist ja eigentlich auch ein mega scharf gemachter Aventador. Machen wir mal das Dach weg. Wir wollen es schnittig haben, wir wollen es racy haben.
Das ist auf jeden Fall der Fall. Jetzt gucken wir mal, wie wir fahren müssen. Habe ich mich irgendwie nicht verfahren. Okay, es geht jetzt auf jeden Fall über die Insel hier. Was ich aber auch geil finde, weil ich finde, der Abschnitt ist eh mega cool hier, so über diese Insel an dieser Burg vorbei. Bisschen zu früh gebremst. Ja, aber ich glaube, wir haben es fast, oder? Ja, okay, da vorne sind noch ein paar mehr Kurven, die wir bestreiten müssen. Aber geiles Rennen, auf jeden Fall, gefällt mir. Auch Leviathan hat mir eigentlich im Einsatz ganz gut gefallen. Auch wenn es ein bisschen mehr Frust war, aber das lag nicht an der Strecke, sondern am Fahrzeug oder am Tuning. Und das habe ich leider verbrochen. Aber wie gesagt, ich werde in der nächsten Folge Wiedergutmachung leisten. Da sind ein paar Schafe auf der Straße. Gefährliches Unterfangen. So, letzte Kurve, wenn ich richtig liege. Und dann haben wir es geschafft und dann haben wir das Rennen auch gewonnen, wie es sich gehört. Sehr schön. Erster Platz, so muss das. Großartig. Also gut, kurz durchatmen. Unser Inseleroberer muss jeden Rennbelag auf Fortune Island bezwingen. Was bedeutet, dass noch ein Monster zu erlegen ist. Das ist richtig, Kira. So rum ist es richtig formuliert. Nicht so, wie du es vorher gesagt hast, dass wir den einen schon haben. Okay. Wikinger-Helm haben wir freigeschaltet, dann wird es das Wikinger-Kostüm wahrscheinlich dann beim anderen geben. Ja, sehr schön, Leute. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geschafft. Kragen ist gewonnen, absolviert. Leviathan kommt direkt am Anfang nächster Folge nochmal dran. Und dann sind wir doch schon mal ein gutes Stück weiter und durch. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall. Und wenn es dir gefallen hat, auch wenn es nicht so lief zwischenzeitlich, aber am Ende lief es ja dann doch ganz gut, dann lass doch gerne ein Däumchen nach oben da. Ich bin raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.